knalle Sonne bei 30 Grad. Meine Knie haben komplett dicht gemacht. Kommt der krasseste Anstieg. Der erste Moment, wo ich mich gefragt habe, warum ich das überhaupt mache. Schaffen wir nicht. 3 Tage, 3 Länder, 260 Kilometer untrainiert mit dem Fahrrad einmal um den Bodensee. Übernachtung wie üblich im Freien. Dieser Challenge habe ich mich gestellt. Ob ich das geschafft habe oder ob ich mir zu viel vorgenommen habe, erfahrt ihr in diesem Video. Die Rucksackschwaben. Dieses Mal 3 Tage, 3 Länder, 260 Kilometer untrainiert mit dem Fahrrad. Schaffe ich das? Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video der Rucksackschwaben. Da mein Bruder leider immer noch krank ist von seinem Fahrradunfall, habe ich mir einen anderen Kompagnon, meinen Kollege und Kumpel, der Tobi, rausgesucht. Servus. Wir sind ja am schönen Bodensee und die Herausforderung, die ich mir diesmal überlegt habe, 3 Tage, 3 Länder, 360 bis 380 Kilometer einmal komplett um den Bodensee rum und ja, mit Fahrrädern. Ich selber, 15 Jahre, hatte kein Fahrrad, habe mir jetzt ein gebrauchtes Rad gekauft, bin 0 Mal damit gefahren, neue Reifen drauf, einen dicken Sattel hinten drauf und hier an der Seite schöne Taschen für mein ganzes Gepäck, der Rucksack hinten drauf, das Ding sieht aus wie ein Packesel. Der Experte, der hat nur einen Rucksack dabei und will den die ganze Zeit auf dem Rücken lassen. Schauen wir mal, was die bessere Variante ist. Wir werden es euch berichten. Ja, jetzt geht's los. Heute ist Samstag, jetzt ist 8:30. Schauen wir mal, Tagesziel wären 120 Kilometer in die Schweiz. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht, ob das realistisch ist. Wir fahren jetzt los, schrubben die ersten Kilometer und dann melde ich mich wieder. Ach so, und als Original-Rucksack-Schwabe versuche ich es natürlich in Birkenstock-Schlappen. Ich habe für den Notfall noch andere Schuhe dabei. Schauen wir mal, ich hoffe, ich brauche sie nicht, weil das ist meine Challenge, es mit Schlappen zu schaffen. Aber ja, ich bin nicht der Experte, 15 Jahre, mindestens kein Fahrrad gefahren. Jetzt schauen wir einfach mal, ob das für ein Normalo möglich ist oder nicht. Also, los geht's. Die ersten 3,5 Kilometer sind geschafft. Wir sind jetzt in Meersburg. Schön hier. Merkt meine Oberschenkel schon jetzt. Ich glaube, die Wahl da einen anderen Sattel drauf zu machen war richtig gut. Na, bis jetzt ist am Arsch noch sehr angenehm. Aber jetzt geht's weiter. Kilometerschrubben. Viereinhalb Kilometer. Ab geht's. Richtig Bock. Und richtig schön immer direkt am Bodensee entlang. Was ich natürlich vergessen hatte zu sagen, in üblicher Rucksackschwaben-Manier schlafen wir natürlich draußen. Das Wetter von heute, ja, sehr gut. Noch ist es angenehm von der Temperatur. Heute soll es auf 31 Grad hochgehen. Es wird happig. Und die nächsten 2 Tage kälter. Wenn es dumm läuft, wird es heute Nacht anfangen zu regnen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Tarp aufbauen und dann mal gucken, ob wir in der Hängematte oder auf dem Boden schlafen. Das sehen wir später. Kilometer 7,2 aktuell. So, 17 Kilometer haben wir zurückgelegt. Bis jetzt geht es noch gut mit dem Arsch. Oberschenkel gehen auch noch. In 3 Kilometer gibt es erstmal eine Pause. Eine kleine, kurze Pause. Die ersten 24 Kilometer sind gefahren. Erstes Päuschen. Emmy tut kurz seinen Status aktualisieren. Und was ist dein Fazit bis jetzt? Ein gelungenes Warm-up. Schönes Wetter. Perfekte Sicht auf den See. Ja. Was will man mehr? Ja, also bis jetzt mit der Schlappe geht ganz gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Gepäck ist auch richtig fest drauf. Bombe. Das einzige hier an der Seite. Hier und hier tut es weh.
aber gerade ein bisschen dehnt. Ich hoffe mal, das passt jetzt soweit und macht keine Probleme. Ja. Kilometer 28, wir sind in Ludwigshafen. Kilometer 34, hier geht es jetzt die ganze Zeit leicht berghoch. Ich glaube, wir haben schon fast 30 Grad. Gerade ist auf jeden Fall sehr anstrengend, aber wir müssen die Rucksackschwabe, wir sind so nicht anders gewöhnt, zusammenbeißen. Aber jetzt kommt auf jeden Fall der Abschnitt mit den meisten Höhenmeter. Es wird anstrengend. Da geht natürlich auch die Durchschnittsgeschwindigkeit ordentlich in den Keller, aber ja, ich weiß, ich schätze mal, so die nächsten 15, 20 Kilometer mit den meisten Höhenmeter, und wenn wir die geschafft haben, dann geht es eigentlich nur noch relativ geradeaus. So, ich muss treppeln. Machst du Pause? Ja, ich warte auf dich, Kollege. 1000 und Abertausende, vielleicht sogar Millionen Äpfel. Zeit. Ah, das sind wieder die Rentner mit ihren E-Bikes. Aber ich dachte, wir müssen ständig Rentner überholen, aber mit den scheiß E-Bikes, da überholen die uns immer, die Rentner. Kann man nichts machen, so ist halt. Genau 40 Kilometer hier oben, oder hier, blende ich kurz die Karte ein. Weil wir sind kurz im Schatten, wir haben fast kein Wasser mehr, aber das ist ja nicht unüblich bei der Rucksackschwabe. Deswegen müssen wir gucken, dass man jetzt gleich irgendwo Wasser zum Nachfüllen findet. Jetzt kommt der krasseste Anstieg. Ja, und wenn wir das geschafft haben, dann geht es halt eigentlich nur noch bergab oder geradeaus. Aber kleines Päuschen hier. Und jetzt erstmal eine kleine Abkühlung. Also nochmal zum Thema Wasser. Hier waren gerade die Radrennprofis aus der Schweiz. Die haben ja auch Pause gemacht und die haben mir Wasser hier aufgefüllt. Jetzt vertrauen wir denen ja einfach mal, weil hier steht immerhin nicht kein Trinkwasser dran. Und dann hoffen wir, dass wir nicht wieder Dünnpfiff kriegen. Auf jeden Fall sind die Trinkflaschen jetzt erstmal wieder voll. Jetzt machen wir die Höhenmeter. Gerade hat schon angefangen. War der erste Moment, wo ich mich gefragt habe, warum ich das überhaupt mache. Aber wenn wir die Höhenmeter geschafft haben, dann wird es leichter. Weil auf der Gerade geht es eigentlich ganz gut. Aber die Höhenmeter, die knalle Sonne bei 30 Grad, das fetzt natürlich rein. Ja, so, kurz nochmal Pause und dann geht's weiter. Guckt euch den an, der sieht aus, als würde er einmal die Alpen überqueren wollen. Aber es ist der Tobi mit meinem Fahrrädle. Der hat sich bereit erklärt für die krasseste Höhenmeter, Fahrräder zu tauschen und das ganze Gepäck zu nehmen. Krasser Typ. Aber wir sind jetzt Gott sei Dank fast oben oder oben. Und jetzt geht es Gott sei Dank gleich wieder ein bisschen berg runter. Und dann erstmal geradeaus. Ja. Dann geht es erstmal alkoholfreies Weizen. Alkoholfrei? Mit normales Weizen als Belohnung. Ja. Weiter geht's. Oh, herrlich. Geil, Alter. Da könnte ich eigentlich mich direkt reinlegen. Das war's. Das Trinken und dann geht's weiter. Kilometer 47 und es geht schon wieder berghoch. Eieiei. Ich hoffe, das hat jetzt endlich ein Ende. Ich brauche jetzt mal eine kalte Cola. Ich muss noch irgendwo mal ein Imbiss oder so oder Kiosk kommen. Aber jetzt geht's.
jetzt, denke ich, schon wieder ein bisschen den Berg runter. Die ersten 50,4 Kilometer sind geschafft. Und jetzt geht es Gott sei Dank meiste Zeit bergab Richtung Konstanz. Man braucht auf jeden Fall echt erstmal so eine Stunde oder so, wenn man da ankommt, erstmal ein Bier und was zu essen. Ach, 54 Kilometer, einige Höhenmeter jetzt hinter uns. Seit heute Morgen nichts gegessen. Jetzt heißt es erstmal Energie tanken. Was essen. Das heißt, seit heute Morgen noch gar nichts. Ja, gar nichts seit heute Morgen. Ein halber Apfel, das war's. So, Pause vorbei. Ich hab richtig Bock jetzt wieder aufs Fahrrad. Aber 32 Grad, knalle Sonne. Müssen wir durch. Jetzt fahren wir eine Stunde noch. Dann gucken wir das VfB-Spiel und dann danach heizen wir weiter. Schauen wir mal, wie weit wir es noch schaffen heute. Ungefähr eine halbe Stunde unterwegs seit unserer letzten Pause. Wir waren gerade ein paar Käfer hoch und runter gefahren. Die Berge töten mich. Das gibt's gar nicht. Abartig. Jetzt sind wir in Litzelstetten. Jetzt müssen wir eigentlich gleich bei der Insel Mainau sein. Ja, und dann fahren wir noch ein halbes Stündchen. Und dann Gott sei Dank Bundesliga-Pause. Aber wir haben ja nicht mal 60 Kilometer abgerissen. Gerade mal 59,2. Ich hoffe, dass das hoch runter das Berg hier, dass das jetzt mal besser wird. Weil, boah, wir haben jetzt hier übel schnell mal die Oberschenkel. Ich weiß nicht, wie das heißt da drüber. Da, wo es von Bauch und Beine übergeht. Die Stelle, die ist komplett kaputt. Also weiter geht's. Ja, Leute, Update. Wir sind jetzt in Konstanz. 65 Kilometer ist der aktuelle Stand. Wir haben Pause gemacht. Meine Knie haben komplett dicht gemacht die letzten 10 Kilometer. Jetzt waren wir kurz baden, Schweiß runterwaschen. Und ja, ich habe mich entschieden, dass wir eine Abkürzung nehmen. Und zwar lassen wir den Hintersee aus. Da gibt es nämlich auch nochmal Höhenmeter und ganz vergessen, das schaffen wir nicht in den 3 Tagen. Und ja, ich schaff's nicht. Ja, ja, klar, bin ja auch ungeübt. Nee, das würden meine Oberschenkel oder wie auch immer hier diese Partie heißt, nicht mitmachen. Deswegen fahren wir jetzt direkt rüber nach Kreuzlingen, der Schweizer Teil von Konstanz, und fahren dann da noch so 25 Kilometer bis zu einem Waldstück und da übernachten wir dann. Und ja, dann haben wir für die nächsten 2 Tage, ich weiß nicht, vielleicht noch so 120 Kilometer, schauen wir mal. Ich muss nachher mal die Map aktualisieren und dann sage ich Bescheid. Auf jeden Fall ist unser Wasser schon wieder fast leer, wie immer. Das heißt, jetzt müssen wir hier noch was zu trinken finden und dann geht's weiter. Weiter geht die wilde Tour. Wir sind in Kreuzlingen. Herzlich willkommen in der Schweiz. Eine Landesgrenze schon mal geschafft. Die Sonne steht schon sehr tief. Geht in der nächsten Stunde unter. Nochmal 15,8 Kilometer seit Konstanz zurücklegt. Bis zu unserem neuen Ziel wären es noch 9,17 Kilometer. Es ist halbzeit dunkel. Das muss ich schon schaffen, es geht noch ein Stück Berg hoch. Beide hier auf letzter Rille. Ja, schauen wir mal. Schlafplatzsuche ist jetzt auf jeden Fall angesagt. Die Sonne geht unter. 1,79 Kilometer noch. Wir haben es gleich geschafft. Super froh, meine Hängematte bzw. das Lager aufgebaut habe. Letzte Rille, aber das schaffen wir. Okay.
ich mal kurz unsere Unterkunft. So, im Dunkeln haben wir das noch aufgebaut. Als ich gerade an der Hängematte lag, ich konnte mich kaum mehr bewegen. So, jetzt hat das Wetter aber gemeint, dass hier in der Nächte 2 Stunden das übliche Gewitter drüber ziehen soll. Das erste ist gerade schon, das ist natürlich mitten im Wald, am höchsten Punkt. Gerade schon richtig Zäpfle gegangen. Aber es wird besser. Hoffen wir, ein leichtes Gewitter nur noch für die nächsten 2 Stunden und dann regnet es halt wie Sau bis morgen früh durch. Aber ich hoffe, dass hier kein Blitz einschlägt und dann lege ich mich jetzt hier wieder in meine Hängematte rein, weil ich war gerade schon auf Emergency-Modus, habe schon alles wieder abgebaut. Hoffen wir mal, dass es gut wird. In dem Sinne, bis morgen früh. Gemütlich hier. Ja. Nass, es kommt immer weiter runter. Guten Morgen, beziehungsweise guten Mittag. Wir haben jetzt 11:45. Das war eigentlich nicht der Plan, dass man hier so lange pennt. Aber wir sind gestern Nacht noch vom Gewitter und vom Starkregen überrascht worden. Und ja, es hat jetzt durchgeregnet bis gerade eben. Deswegen haben wir überlegt, dass wir einfach so lange liegen bleiben, weil wir sind eigentlich auch nicht wirklich ausgerüstet, um jetzt Starkregen zu fahren. Es ist kalt, jetzt vielleicht 16, 17 Grad. Ja, kurze Hose nur. Und ja, jetzt hat es endlich aufgehört, dass es im Hintergrund hört. Es kommt nur noch von den Bäumen. Hier sind unsere Fahrräder. Ja, jetzt wird man auf jeden Fall abbauen. Und irgendwie alles, was nass ist, die Hängematte zum Beispiel, ist hier an der Seite komplett nass. Hier überall alles nass, da drüben genauso. Schlafsäcke sind relativ trocken geblieben. Und das Nasse alles hier in mein Seitenfach rein. Alles trocken ist in meinen Rucksack und dann ja, geht es auf die Böcke und dann müssen wir heute Kilometer schrubben, dass wir das noch schaffen. Muskelkater hält sich Gott sei Dank in Grenzen. Ja. So, weiter geht's. Und da wir ja seit gestern Mittag nichts mehr gegessen haben außer einen Apfel. Und jetzt ist 13 Uhr. Ja, also knapp einen Tag nichts wirklich gegessen, haben wir uns jetzt entschieden. Jetzt fahren wir hier in dem Cutters bei zu McDonalds und zelebrieren das Ganze ein bisschen und dann geht's weiter. Und weiter geht die wilde Fahrt. Gestärkt von McDonalds. Ja, heute mal Tagesziel weiter runtergeschraubt. 65 Kilometer, dann wären wir auf jeden Fall schon wieder in Deutschland. Jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir fahren. So, die ersten 15 Kilometer sind runtergeschrubbt. Ich denke, wir kommen ganz gut voran. Das Einzige, was mega nervt, ist, dass hier die ganze Zeit überall die Straße gesperrt ist, weil wir hier ein Fahrradrennen oder irgendwas machen, und zwar in entgegengesetzte Richtung. Das heißt, hier kommt immer mal wieder Schiebe mit tausende Fahrrädern entgegen, muss man aufpassen, dass es nicht knallt. So, 16,6 Kilometer haben wir jetzt zurückgelegt. Kleine Pause, Energie aufladen. Hier in Rorschach, direkt am Hafen. Das ist schön hier. Und herzlich willkommen in Österreich. Österreich, Junge. Ja, willkommen in Österreich. Wir sind bei Kilometer 31, wir fahren gerade aus der Stadt Höchst raus. Jetzt gucken wir, was ich hier entdeckt habe.
Das sind doch Störche, oder? Das sieht man auf jeden Fall auch nicht alle Tage. Cool. Kilometer 37 für heute. Herzlich willkommen in Bregenz. Jetzt geht's durch Bregenz und nächster Stopp ist dann Lindau. Kilometer, kurzes Päuschen an einem schönen Fleck Erde. Auf jeden Fall 40 Kilometer schon rasiert, erstes Tagesziel noch 18,6 und dann gucken wir mal weiter. Wir haben überlegt, je nachdem wie spät es ist, wenn wir da ankommen, dass wir vielleicht auch komplett durchfahren, aber das schauen wir, wenn wir die erste Etappe geschafft haben heute. So, wir fahren jetzt aus Bregenz raus. Müsste jetzt gleich über die Grenze gehen. Hier hinter mir seht ihr noch Bregenz. Und da drüben sieht man auch schon in der Ferne unser nächstes Ziel, Lindau. Wir passieren jetzt die dritte Staatsgrenze und sind im offiziell wieder dritten Land Deutschland, inoffiziell Freistaat Bayern. Nice. Welcome back to Germany. So, Lindau sind wir jetzt. Noch 6,2 Kilometer zu unserem heutigen Zwischenziel. Oder Endziel, das entscheiden wir, sobald wir dort ankommen. Zurückgelegt haben wir jetzt heute knapp 54 Kilometer. Weiter geht's. Aktueller Stand, knappe 60 Kilometer. Wir hatten das gesetzte Tagesziel erreicht. Noch 35 Kilometer bis zum Auto. Jetzt haben wir entschieden, wir ziehen durch und fahren direkt voll durch. So, aktueller Stand. Ich war auf allerletzter Rille. Jetzt 18,8 Kilometer seit unserem letzten Stop durchgezogen. Ja, die Kamera nicht mehr halten. Mein Knie spinnt. Ich fahre mich die ganze Zeit im Stehen. Aber es da einigermaßen besser geht. Mein Arsch, ja, das tut auch weh, aber mein Knie auf allerletzter Rille. Jetzt noch 16,8 Kilometer. Wir werden hart, aber ich zelebriere gerade jeden einzelnen Kilometer, der runtergeht. Ich ziehe durch. Sonst habe ich den Gedanken, ob den Fit Tobi einfach kurz vorfahren lasse, dass das Auto holt und mir entgegenkommt, aber nee. Solange irgendwie mein Knie noch einigermaßen mitmacht, ziehe ich durch. 16,7 Kilometer noch. Dann alles geschafft, Gott sei Dank. So, liebe Leute, wir haben es geschafft. Es ist kurz nach 21 Uhr. Die letzten Kilometer auf letzter Rille, deswegen habe ich mich auch nicht mehr gemeldet. Meine Knie sind durch. Wir haben hier schon die Vorderräder abmontiert. Kleines Fazit: Wenn ihr Anfänger seid, so wie ich, dann plant maximal 60 Kilometer am Tag. Zur Auswahl meiner Schuhe. Ich hatte gestern meine Schlappen an und wollte mit Schlappen durchziehen. Das hätte ja perfekt funktioniert, kann ich euch nur empfehlen. Heute Nacht, wegen dem Unwetter, sind die relativ feucht geworden. Deswegen habe ich mich heute entschieden, auf Turnschuhe umzusteigen. Hat auch gut funktioniert. Was noch? Die Radlerhose. Beste Entscheidung in Kombination mit dem Sattel.
diesen fetten Sattel, das verlinke ich euch auch unter dem Video, war auch top, die beste Entscheidung, was ich hätte machen können. Ansonsten den Gepäckträger, den ich hinmontiert habe, der war auch top. Da habe ich meinen Rucksack drauf gehabt, das hat super funktioniert. Dann hatte ich noch die Seitentaschen, im Prinzip auch top, aber nehmt nicht die, die ich hatte, die billigen, sondern guckt, dass die besser sind, weil die sind bei mir immer ans Rad. Und dann hat es am Rad geschliffen und das war nicht ganz so toll. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier gibt es unser letztes gemeinsames Video mit meinem Bruder. Und hier unten gibt es noch eine Playlist von uns. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.